in 3 Schritten zu mehr Gehalt. Erster Schritt. Du kriegst raus, was in deiner Organisation, in deiner Firma, von deinem Chef für mehr Mehrwert gehalten wird. Was ist deinem Chef wichtig? Was ist deiner Organisation wichtig? Was ist das, wo die sagen, das ist eine Aufgabe, für die wird bei uns im Haus mehr bezahlt? Du brauchst nicht zu erwarten, dass deine jetzige Tätigkeit, genau das, was du jetzt tust, automatisch zu mehr Geld führt. Das kann nicht, so funktioniert Marktwirtschaft nicht. Zweiter Schritt, du sprichst mit deinem Chef offen darüber und du entwickelst mit ihm zusammen einen Plan für die nächsten 6 Monate, 12 Monate, wie du dahin kommst, dass du mehr Mehrwert erzeugst. Jetzt kannst du nicht wirklich losgehen und Freestyle irgendwie anderes Zeug machen und danach behaupten, hör mal, das war viel mehrwertiger. Dein Chef muss schon mitziehen, der muss dich sauber verplanen, der muss dich unterstützen. Wenn dein Chef von Anfang an sagt, ich unterstütze dich nicht, egal was du tust, du wirst bei mir nie mehr Geld bekommen, hast du eine klare Aussage. Den Plan trackst du. Tracken heißt, du machst ihn messbar. Ihr sagt, du machst das und das und das und das, jetzt ist aber dein Job, dass du wirklich sauber nachweisen kannst, dass du das und das getan hast und dass danach am Ende der Periode, 6 Monate, 12 Monate, wirklich du mehr Mehrwert geliefert hast. Und der dritte Schritt ist, du sprichst niemals über Gehaltserhöhung. Das unterscheidet richtig gute Mitarbeiter von dem ganzen Rest. Ein Standardmitarbeiter erzählt bla bla bla, ich brauche mehr Geld. Und der Chef sagt, na und, ich auch, who cares. Ein richtig guter Mitarbeiter fragt, wo kann ich mehr Mehrwert liefern? Und jede Firma, die halbwegs geradeaus tickt, zahlt für einen Mitarbeiter, der mehr Mehrwert liefert, am besten noch freiwillig, deutlich höhere Gehälter, als für diese üblichen Schnarchis, 95% der Belegschaft, die sagen, ich will mehr Geld, weil...